So, das war's mit dem Feuermutant. Und weiter geht's zum Mana-Sammelhoch. Unsere eigentliche Aufgabe. Der Feuermutant ist tot. Vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss mich vor euch verneigen. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Hör erst mal auf mit dem blöden Reim. Du könntest uns mit deinen Zauberkräften dienen. Aha, ich sehe eine gute Idee. Dieser Typ hat echt eine Macke. Ihr glaubt, ich tue nichts taugen? Dann schließt es eure Augen. Und nun, sobald mich ruft ein Weib, bin ich zu allem bereit. Ein Weib? Hat er damit mich gemeint? Ich glaube, er hat uns beide gemeint, Tracy. Dann sag ich jetzt Tschüsschen und Mädels Küsschen. Und Rocky schließt sich an. Ja, ab jetzt können wir Erdmagie benutzen. So, den Mana-Samen versiegeln. Kraft des Samens erhalten. Hey, Dörte. Aua! Mein Kopf! Alles okay? Oh, ich kann... Du kannst was? Ich kann mich wieder an alles erinnern. Die Koboldsiedlung ist im Vierjahreszeitenwald. Bring mich dorthin. Bitte, sonst schreie ich ganz laut. Eins, zwei... Okay, später. Gut. Dann können wir jetzt auch mal unser Wundertau benutzen, um hier rauszukommen. Aber bevor wir uns jetzt zum Vierjahreszeitenwald aufmachen, haben wir ja noch Tracy was versprochen. Und zwar werden wir uns ja noch... Ach komm. In Pandoria... um Hagen kümmern müssen. Wir werden jetzt erstmal unsere Vorräte nochmal aufstocken. Nochmal eine Runde pennen. Und dann uns auf den Weg machen. Und bei Bertie noch Waffen anheuern, ganz wichtig. Kaufen! Gib mir Bonbons! Süßigkeiten! So. Heilwasser. Haben wir auch voll. Wunderbar. Ist so doof, dass man von allen vier Sachen nur tragen kann. Naja, ich glaube, ansonsten wäre das Spiel echt zu leicht. Wenn ich mir vorstelle, beim letzten Endboss mit 99 Honig oder Schokoladen, würde mir niemand sterben. Beziehungsweise Weine, um die Magie wieder aufzufüllen. So, und speichern. Zwergendorf und weiter geht's. Zu Bertie. Und über den VIP-Ausgang wieder raus. Mal neuern, genau. Hier, du kannst die Axt erneuern. Jetzt kann ich euch übrigens auch mal zeigen, wir haben ja jetzt auf einigen Waffen neue Fähigkeiten. Und zwar... Ne, Quatsch, falsch. Ach Mensch. So, hier. Und zwar haben wir jetzt auf der Insektenklaue, können wir jetzt, die ist jetzt effektiv gegen Insekten. Dann haben wir die Streitaxt, die gegen Pflanzen und Fische effektiv ist. Den Echsenteller, der gegen Schleime und Echsen effektiv ist. Und das war's jetzt soweit. Also ab jetzt kriegen die Gegner gut auf die Mütze. Und wir machen uns auf den Weg nach Pandoria. So, dann kann ich euch... Ach komm. Törte. Kann ich euch ja auch gleich mal die neuen Zauberkräfte demonstrieren, die wir haben. Also, Dörte hat wieder neue Angriffszauber, und zwar die Schlammbombe, eine sehr effektive Angriffskraft. Dann haben wir den Juwelenregen und den Efeumantel. Der Efeumantel kann Gegner verlangsamen. Zunächst zeige ich euch mal die Schlammbombe. Bam. So, Tracy.
hat er auch neue Fähigkeiten mit Rocky. Und zwar haben wir einmal die Steinklinge, womit wir unsere Waffen in Stein verwandeln können. Dann den Turboantrieb, womit wir unsere Geschwindigkeit erhöhen können, unsere Angriffsgeschwindigkeit. Und die Schutzaura, womit wir uns, unsere Verteidigung erhöhen können. So, Rocky werde ich jetzt etwas leveln, weil wir den für den nächsten Boss gut gebrauchen können. Sollte ich das Level nicht mehr in dem Part schaffen, werde ich das offline machen, also offscreen machen. Ich werde ihn auf Level 1 hochbringen, das sollte ausreichen für den nächsten Boss. Und der Juwelenring. Patz. Tracys Waffenlevel ist gestiegen. Speer erreicht Level 1. Wunderbar. So, wir sind natürlich wieder faul. Ich hoffe, dass wir uns auch überhaupt dahin kanonieren können. Aber wunderbar. Genau nach Pandoria. Und da wollen wir auch hin. Und auf geht's. Mit dem sanftesten Flug aller Zeiten. Genickbruch. Aber wir sind ja Helden, wir stehen wieder auf. So, eine Runde pennen und dann werde ich offscreen Rocky auf Level 1 bringen. Oh, 10 GM, wir stürzen uns in Unkosten. Und natürlich wollen wir speichern. Gut, wie gesagt, ich werde jetzt etwas offscreen Rocky hochpowern und dann sehen wir uns gleich wieder.